Hallo und herzlich willkommen bei dem Interview mit dem WoD-Spieler Arthas. Also, Herr Arthas, Sie sind in WoD eine Nachtelfe. Nein, ich bin der Lichtking. Sie sind also eine Nacht... Nein, ich bin der Lichtking. Okay, Sie sind also eine Lichtking-Nachtelfe. Nennt man sowas heutzutage nicht Todesritter? Nein, ich bin ein Lichtking, auch wenn ich ein Mensch bin, der Herrscher über WoD. Sie wissen schon, was WoD bedeutet. Natürlich, schließlich herrsche ich darüber. Es bedeutet World of Dummheit. Also, was ist Ihr Ziel in Nordend, beziehungsweise Azeroth? Ich versuche, die gesamte Welt zu töten und sie anschließend in Untote Sklaven zu machen. Interessant. Und gibt es schon irgendwelche Erfolge? Ja, die Zone Eiskrone habe ich bereits unterworfen. Tja, da stehen schon wieder Zombies vor unserem Haus rum. Ständig lassen sie irgendwelche Körperteile liegen. Ich hab schon auch Äpfel an den Pumps kleben. Oh nein, meine Frau. Sie haben eine Frau? Interessant. Die machen den ganzen Hof dreckig. Ist gut, Schatz, ich mach's gleich weg. Und diese Kälte hier und dieses Schloss ist auch nicht sonderlich wohnlich. Diese Deko. Lass uns endlich zu Ikea gehen und nimm diesen Scheißhelm und diese Kontaktlinsen raus. Die Frauen im Aktionshaus zerreißen sich schon die Mäule über uns. Ach ja, und Arti, geh endlich mal mit dem Pfiffi in die Drachenschule. Er heißt nicht Pfiffi. Er ist Saffiron und er braucht keine Manieren. Er ist schließlich ein Skelettdrache. Jedes Mal, wenn ich mit ihm Gassi gehe, friert er andere Drachen ein. Und die Blutelfen und Zwerge gucken mich dann jedes Mal merkwürdig an. Dabei ist es nicht mal mein Drache. Ich hätte viel lieber so einen kuscheligen und süßen Taurendruiden. Die können wenigstens die tollsten Kunststücke, wie sich in so süße kleine Katzen verwandeln oder in schnuckeligen Bären. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Seitdem du diesen Illidan besiegt hast... Illidan, was ist denn das für ein Name? So heißt doch keiner. Hängst du immer nur noch mit solchen Leuten ab. Und ein Schwert. Du siehst diesem Schwert viel mehr in die Augen als seiner geliebten Frau. Ja, Roskam, ich weiß, Frauen sind echt nervig. Ich glaube, wir sollten die weiblichen Untoten abschaffen. Was meinst du? Entschuldigen Sie. Sie wissen schon, dass wir hier ein Interview haben. Und das Mikro die ganze Zeit gelaufen ist. Ey, wer ist die Tussi, ey? Diese Tussi macht das Interview! Du redest mehr mit einer Journalistin und mit deinem beschissenen Schwert als mit mir!